Immer weniger Menschen sind mit der aktuellen politischen Situation einverstanden. Immer weniger Menschen vertrauen den politischen Institutionen. Und immer mehr ist die Rede davon, dass es einen Regimewechsel gegeben hat. Und kaum jemand glaubt daran, dass diese Situation temporär befristet sei, sondern man hält es für eine neue Normalität, das, was wir im Moment so an Fakten geschaffen haben, auch jenseits der Pandemiebekämpfung, das wird uns lange Zeit verfolgen und hat sich aber auch nicht auf demokratischem Wege etabliert. Das ist für viele Leute Anlass zur Sorge und auch Anlass, Wege des außerparlamentarischen Widerstandes einzuleiten. Das Harmlosere davon sind wahrscheinlich Demonstrationen und selbst da reagiert der Staat immer aggressiver. Allergischer könnte man meinen, was vielleicht auch schon auf ein gewisses Unrechtsbewusstsein hindeutet. Was mich in dem Zusammenhang bewegt, ist die Frage, ob die Leute, die außerparlamentarisch aktiv werden wollen, ob die sich bewusst sind, dass sie da einen Weg beschreiten, der, wenn sich beide Seiten weiterhin so verhärten, zu einem Bürgerkrieg führen wird. Interessant dabei wäre natürlich auch, dass gerade jene da auf die Straße gehen, die eigentlich von vornherein die Schwächeren sind. Sie sitzen nicht an den Schalthebeln der Macht und ich glaube nicht, dass die aktuelle Politik davor zurückschrecken würde, Militär gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen. Also eine Chance hätte man wahrscheinlich nicht, aber blutig würde es allemal. Deswegen die Frage, was man im Prinzip machen kann. Aufklären wird wahrscheinlich nicht viel bringen, wer etwas sehen möchte, sieht es bereits. Wer es jetzt nicht sieht, der wird es auch nicht sehen. Auf die Straße gehen wird früher oder später blutig enden. Und die dritte Möglichkeit, frei nach Bertolt Brechts Maßnahmen gegen die Gewalt, abtauchen und wenn das Kartenhaus in sich zusammengebrochen ist, durchatmen und neu starten. Das wäre vielleicht das Small Reset. Was die beste Strategie ist schwer zu sagen, aber ich denke, wir sollten uns schon bewusst sein, dass diejenigen, die zu Aufstand, die dazu aufrufen, ihre Wohnungen zu verlassen, sich bemerkbar zu machen, laut zu werden, dass das schon Leute sind, die direkt oder indirekt einen Bürgerkrieg vorbereiten. Man kann natürlich sagen, das ist die Reaktion auf eine entsprechende Politik. Nur den Schuh kann man sich in beide Richtungen hin und her reichen. Das wird wahrscheinlich zu keinem Ende führen.